Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Anno 2205. Im letzten Part haben wir in unserer Mainbase ein paar Nebenmissionen gemacht, haben unsere Investoren wieder weiter ausgebaut und beschlossen, dass wir heute in der Arktis weitermachen. Allerdings haben wir zum Schluss festgestellt, dass wir ein Kontolimit von 3.700.000 haben und jetzt schon bei 3.310.000 sind. Und wenn wir da nicht bald gegenwirken, dann an unser Kontolimit kommen. Das wollen wir natürlich nicht. Und aus dem Grund würde ich fast sagen, ja, kaufen wir uns heute was. Hier gibt es ja unterschiedliche Territorien. So, schauen wir mal zu unseren Konkurrenten. Sayman International hat das Windrad. Also quasi er. Worüber möchten Sie reden? Dem könnten wir jetzt was abkaufen. Allerdings wären wir... Ne, können wir gar nicht, weil wir brauchen Stufe 37. Wir haben erst 36, den können wir gar nichts abkaufen. So, dann schauen wir mal weiter. Danach kommt Yusuf Inc. Das ist das U. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, der hat auch 3 Millionen. Aber verdammt viele Küstenbauplätze. Und wir hätten immer noch 340.000. Ich würde sagen, ich will es jetzt mal wissen, probieren wir mal aus. Und schon haben wir einen neuen Sektor. Klar, unsere Credits sind jetzt ganz schön runtergegangen. Walbrückbecken, Cap Amber. Schauen wir mal rein. Ein echtes Inselparadies, nicht wahr? Das Küstengebiet hier ist sehr reich an natürlichen Ressourcen. Ja, schaut, ich frage mich, ob das der Grund dafür ist, dass einer der Big Five hier ein Unterwasserforschungsprojekt plant. Als offizieller Besitzer dieses Sektors sollten Sie vielleicht einsteigen. Schließlich ist der Meeresboden Teil Ihres Besitzes. So, Leute. Und somit haben wir einen neuen Sektor annektiert. Schwierig zu bebauen, würde ich fast sagen. Aber durchaus machbar. So, ich glaube, hier kann ich nirgends einen Hafen errichten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das ist danach nur per Brücke erreichbar. Das heißt, ich muss meinen Hafen... Ich verlasse mich auf dich, verstanden? ...zwangsweise hierher stellen. Dann tun wir das doch mal. Koordinaten bestätigt. Und, was kostet mich der Spaß? Ja, 25.000. Ein idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Easy, Leute, easy. Volle Kraft voraus. So, was mich jetzt aber interessieren würde. Wir haben dem Kasperl das jetzt abgekauft. Hatte jetzt gar nichts mehr. Weil ich sehe nämlich nirgends mehr. Schaut aber fast so aus, als hätte nichts mehr. Dann gucken wir mal hierher. Was haben wir hier alles? Wir haben hier klassisch gar nichts. Ist aber ganz nice. Dann können wir hier nämlich mal wieder von Null anfangen und es diesmal schön machen. Ist hier aber gar nicht so easy. Als allererstes würde ich sagen, fangen wir an, uns ganz bequem eine Straße hier hinter zu ziehen. Was kostet mich die Brücke? Kostet mich wahrscheinlich irgendwas von dem hier. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir klassisch mit den Baubots an. Eine Sonnenblumenfarm brauchen wir und eine Polymerfabrik, damit wir hier diese Kasperl uns bauen können. Ich will ja nicht drängeln, aber was macht denn besagter Job? So, dann tun wir das doch.
ziehen wir uns eine Straße hier hinter. Oder ziehen wir erstmal eine Straße hier. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Dann können wir das hier andocken. Also hier würde ich gerne eine Wohnsiedlung gründen. Dann würde ich sagen, machen wir den Spaß hierher. So. 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 Jetzt haben wir hier natürlich keine Leute. Macht auch nichts. Die kommen jetzt. Ich brauche dafür Baubots. Bioharz. Das waren die Baubots, Leute. Administratoren waren die hier. Die Dinger sind für Baubots zuständig. Die hier brauchen nur Biopolymere. Dann würde ich sagen, stellen wir jetzt mal Warnung. Ganz... Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Okay. Oh, ein ehrenwerter Besucher. Sagen Sie, sehen Sie vielleicht hier einen Hinweis auf den Wohlstand, den Sie uns versprochen? Ja. Alles klar. Fangen wir easy an. Erst einmal Wasser. Fangen wir mit dem Elementaren an. Kundenanalyse. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Kundenanalysen zeigen. Und gibt's Arbeit? Wir sind bereit. Dann haben wir Wasser. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Dann brauchen wir noch Biokost. Biokost war, glaube ich, hier. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. So. Dann nehmen wir das Ding hier. Moven es um 1 nach hier. Damit wir die Straße da hinten fertig ziehen können. Wie schaut es jetzt hier mit Futter aus? Futter ist da. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Aber das macht... So. Okay, wir brauchen jetzt erst einmal ein paar Häuser, damit wir Arbeitskräfte kriegen. Die reiße ich nachher wieder ein, um sie durch große Häuser zu ersetzen. Aber ihr kennt das ja, klassisch muss man klein anfangen. Und den knallen wir jetzt hier noch ein bisschen Informationen hin. Information tun wir jetzt einfach mal hierher. Kann ich nicht. Okay. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Dann haben wir das hier gebraucht. Okay, kriegen wir das jetzt noch hin oder nicht mit den Arbeitern? Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach das hier. Sehen Sie? Jetzt funktioniert's. Und das hier mal ganz kurz weg. Dann haben wir ein paar Arbeiter. Und bauen uns eine Botfabrik. Die war hier. Was braucht das? Das braucht das hier und das hier. Gut, dann brauchen wir doch erstmal eine Biopolymerfabrik. Die stellen wir uns Die würde ich mir dann sehr gern dorthin stellen. So. Reicht das jetzt? Yep, das reicht. Außer Transportgüter, die reichen uns noch nicht ganz. So, kann ich die bauen? Das könnte ich theoretisch machen. Allerdings brauchen wir erstmal ein paar Baubots. Wie ihr euch erinnert, das hat alles ein klein wenig gedauert. Aber wir könnten hier
Die Arbeiterwartung. Gute Systeme sind die halbe Miete. Ein bisschen senken. Warentransport verzögert sich. Ursache? Transporterknappheit. Und das gleiche. Nicht Arbeiterwartung, sondern Energie. Logistikwartung. Und hier noch eins. Okay, das war's. Und das gleiche machen wir bei dir noch. Eins hierher und eins hierher. Eins hierher, eins hierher. Und eins hierher. So, somit haben wir jetzt ein paar Baubots. So, das hier hat dieses Öl gebraucht. Das hier produziert Öl. Wie viel Öl haben wir hier? Ein bisschen was haben wir. Dann können wir das Ding hier noch so ein klein wenig pimpen. Ich würde fast sagen, das hier verschieben wir noch um eins. Dann bauen wir hier noch eins an. Ein bisschen geht noch. Gute Systeme sind die halbe Miete. Okay. So, Baubots sollten doch jetzt relativ flott reinkommen. Ja, das läuft. 25, 26, das geht jetzt relativ flott. Biopolymere, nicht Baubots. Biopolymere, versteht sich. So. Dann brauchen wir Strom. Und dafür würde ich fast sagen, nehmen wir uns hier gleich so ein Gezeitenkraftwerk. Das geht nicht. Nehmen wir uns erst einmal eine Windkraftanlage. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Superlegierung aus der Arktis soll ich hernehmen, um die Brücke zu bauen. Wie viele brauchen wir denn dafür? Brückenbauplatz eingerichtet. Ich denke ja fast nicht, dass unsere reichen werden. Unsere 11, die wir da gerade hatten. Und rumliegen sehe ich heute auch mal lustigerweise keine Kistchen, die man normalerweise sonst überall findet. Hier haben wir eine. Und hier haben wir eine. Kaum beschwert man sich, schon findet man sie. Das ist überall dasselbe. Immer beschweren, dann funktioniert's. Ah, das hier sind auch nochmal so Inseln, die wir annektieren können. Sehr schön. Und hier wahrscheinlich dasselbe. Ich will keine Biopolymere, ich will hier ein paar Superlegierungen haben. Aber schaut gerade nicht gut aus. Ich glaube, ich finde jetzt keine auf die Schnelle. Nope. Wie weit ist sie gekommen? Ah, nicht ganz fertig. Brückenbau angehalten. Dann pausieren wir den Spaß mal, bis wir so weit sind. So, dann Baubots. Dafür habe ich hier diese Mine gebraucht. Habe ich hier noch Minenplatz? Ja. Die braucht natürlich klassisch eine Straße. Dann haben wir so ein Logistikzentrum gebraucht. Das ist hier ziemlich... Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ziemlich dämlich hingestellt. Stelle ich jetzt mal hierher. So. Dann fehlt uns an Energie. Aber es fehlt uns an Energie wegen den Warnung. Zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. War das auf der ersten Insel damals... Warnung. Energieknappheit. Auch so tricky, an die Sachen dran zu kommen. Ich
weiß es gar nicht mehr, Leute. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. So, kommt. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, es verschlechtert die Produktivität. Ich bin doch schon dran. Wasser haben wir, Essen haben wir. Sollte doch jetzt laufen. Sobald ich die Baubots habe. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Kann ich die großen Häuser bauen? Das ist so mein Plan, aber... Das ist Qualität, wie du siehst. Leider funktioniert das noch nicht. So, Strom haben wir jetzt erst einmal. Dann haben wir hier Arbeitskraftwartung. Das ist Qualität, wie du siehst. So, jetzt haben wir hier ein paar Arbeitskräfte. Dann haben wir hier die Mine. Und dann brauchen wir... Welche Mine war das? Das war die. Dann brauchen wir noch die. Ich hoffe, dass die Arbeitskräfte dafür jetzt reichen und der Strom. Ja, Arbeitskräfte reichen leider nicht. Energie und Arbeitskraft. Schauen wir, dass wir das hier ein bisschen verringern. So. Machen wir den gleichen Spaß hier auch noch. Das war jetzt ein bisschen deplatziert. Arbeitskraftwartung. Und schon haben wir ein paar Arbeiter. So. Dann könnte ich doch jetzt diese Baubot-Geschichte hier bauen, oder? Die stellen wir uns hierher. Die hat jetzt Probleme mit Strom und mit Arbeitskräften. Arbeitskräfte haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal hingekriegt. So, jetzt haben wir Baubots, oder? Sag mir, dass wir Baubots haben. Wir bauen Baubots. Wie viele bauen wir? Baubots. Put. Da seid ihr. 5. Das geht jetzt natürlich noch nicht so flott. Aber das macht nichts, denn ich würde sagen, die lassen wir jetzt, wie sie sind. Da machen wir auch gar nichts mehr. Aber wir können jetzt hier die großen Häuser hinstellen. Das läuft alles nach Plan. Das war das, was ich jetzt eigentlich vorhatte. Klar, jetzt wird mir gleich die Nahrung und der ganze Rotz um die Ohren fliegen. Aber... kriegen wir auch gleich hin. Wie schaut's aus? Nahrung. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Das hier war Nahrung. Gute Systeme sind die halbe Miete. Tu mal hier noch eins hin. Gleich haben wir keinen Strom mehr. Macht aber auch nichts. Denn... jetzt müssten wir rein hypothetisch doch die Windkraft, die Gezeitenkraftwerke bauen können. Genauso ist es. Und das machen wir auch. Ziehen uns die Straße darunter. Und haben jetzt Strom, das Stromproblem behoben. So, schauen wir mal. Rein bilanztechnisch, dass wir das auch wieder auf einen grünen Ast, auf einen grünen Zweig bringen. Und schon schaut das doch ganz gut aus. Klar, jetzt momentan ziehen wir uns hier bilanztechnisch etwas runter. Das wird aber auf kurz oder lang sich stabilisieren. Weil wenn man in den Orbit schaut und sich mal hier die Credits... Hast du Neuigkeiten zum Auftrag für mich? Anschaut, dann sieht man, unsere Hauptinsel 179.000 plus,
der gottverdammte Scheißmond, 93.000, fast 94.000 minus und die Arktis auch fast 40.000 minus. Das heißt, das ist mein Zugpferd. Und ich habe vor, mir ein zweites aufzubauen. Und wie ihr seht, die Credits, die 3 Millionen, die wir jetzt da ausgegeben haben, tun uns nicht so weh. Klar, auch ein bisschen, aber überschaubar. Und daher können wir uns das hier durchaus gönnen, dass wir uns hier eine neue Metropole aufstellen. So, wir haben jetzt Futter und Trinken ist gleich ein Problem. Dem beugen wir jetzt erstmal hier vor. Und haben jetzt genug Trinken, genug Essen und können jetzt hier fleißigst unseren Wohnkomplex ausbauen. Schauen wir mal ganz kurz da rein. Wasser ist tatsächlich das größte Problem von allen. Aber alles überschaubar, Leute. So. So. Hier mal die Straße zu. Beziehungsweise, nein, das gefällt mir nicht. Hier das hier reißen wir wieder ab. Bauen uns dann die Straße. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. So. So gefällt mir die Sache nämlich besser. Dann können wir den Wohnkomplex in die Richtung erweitern. Und in die andere Richtung. So, das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus dann. Machen wir hier ein paar Häuschen noch hin. Und hier. Dann geben wir den jetzt endlich Information. Und schon sind die Leute einigermaßen zufrieden, oder? Ich erwarte, dass jemand... Yep, schon sind sie zufrieden. Hab nicht erwartet, dass ich... Die pimpen wir jetzt noch schnell. Dann will ich wissen, was der Ort uns hier bilanztechnisch jetzt einbringt. Aber ich denke... Okay, jetzt können wir nicht weitermachen wegen Baubots. Die werde ich jetzt dann auch bald pimpen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. So, dann schauen wir mal in Orbit. Schauen uns die Bilanz an. Und sehen, dass wir hier schon auf einem grünen Zweig uns bewegen. Also wesentlich besser als bisher. Und jetzt hier schon 1600, fast 1700 im Plus. Und da ziehen wir uns jetzt ein zweites Zugpferd hoch. So Leute, das reicht für den Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben heute einiges erlebt. Einem Konkurrenten den Grund unterm Arsch weggezogen. Eine neue Insel angefangen zu bebauen. Ich denke, da werden wir jetzt demnächst auch weitermachen. Und ja, wie gesagt, reicht für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.